Mach nicht so nah, Bruder, ich hässlich mein Gesicht. Jo Leute, bevor das Video anfängt, das ist jetzt glaube ich schon Schulgeschichten Teil 3 oder so, was ganz wichtig ist. Und zwar wollte ich jetzt für Montag wieder so ein Snapchat-Video machen, also ihr schickt mir eure Snaps zu und ich mache darüber ein Video. Aber ich bitte euch jetzt schon mal vorab, bitte schickt mir wieder keine Scheiße. Bitte nicht so wie letztes Mal, habt ihr gesehen, da musste ich so ein Hartz-IV-Video machen. Ich schwöre, Arge wollte, dass ich sogar Geld zurückzahle. Deswegen schickt mir jetzt ernsthafte Snaps zu. Bis Samstagabend möchte ich die Snaps haben, damit ich das noch schnell schneiden kann am Wochenende. Und ich sag euch jetzt schon im Vorhinein, es wird richtig schlachkig, ich werde dann so ein paar Snaps von euch synchronisieren. So Sujuk Wester Style und so ein bisschen Faxen machen. Also wenn ihr auf jeden Fall so viel Spaß zu haben seid, dann schickt mir eure Snaps und ich werde auf jeden Fall versuchen, ein paar Lachkicks mit euch zu schieben. Und jetzt Leute, viel Spaß mit dem Video. Welches Pokémon ist das? Das ist John C. Aber Leute, ich will jetzt euch einen auf mies tun oder so. Ganz ehrlich, wir hatten natürlich ein paar Deutsche auf der Schule. 87% Kanaken, das heißt 13% waren bestimmt Deutsche, obwohl das waren bestimmt so Polen, so Blondhaare, aber eh Kanake. Wir hatten natürlich auch so richtige Deutsche, so mit Brille und so, ne? Ich schwör's euch, die hatten dann immer solche Brillen. Gib mal deine Brille, Bruder. So Brillen hatten die. Seht ihr das? Das ist so Panzerglas. Weil ihr kennt doch, wenn die mal so Papierkugeln spucken. Bei uns auf dieser Kanakenschule, die haben immer so Dattelkörner gespuckt. Puh, dann sind immer, wenn ein Auge reinkommt, dann bist du direkt blind. Deswegen hatten die dann immer so Panzerglasbrillen, damit diese Jammus nicht blind werden. Einmal, das werde ich auch nicht vergessen, das war übrigens auch im Deutschunterricht. Ich saß ganz vorne, neben mir saß ein Marokkaner und gegenüber von mir saß auch ein Marokkaner. Ich schwör's euch, da gab's doch gar nicht diese Flüchtlingspolitik, voll für Flüchtlinge. Was passiert? Dieser Marokkaner, der gegenüber von mir saß, hat immer zum Lehrer gesagt, ja klar, auf jeden Fall, verstehe ich, auf jeden Fall, sie ist Semmel. Genau, klar, sie ist Semmel. Und Semmel ist ja marokkanisch und heißt Schwuchtel, ne? Irgendwann mal meinte dann dieser Marokkaner, der gegenüber von mir saß, zu dem Marokkaner neben mir, meinte der zu dem, ey, ich schwöre, warum hast du eigentlich so Pickel in deiner Fresse? Und dann dieser Marokkaner neben mir so, oh, da regt mich nicht auf. Und dieser andere Marokkaner macht die ganze Zeit weiter, die ganze Zeit provoziert er, die ganze Zeit, ne? Und dann auf einmal dieser Marokkaner, der neben mir saß, so zum Lehrer, entschuldigen Sie, wissen Sie, warum der immer zu Ihnen Semmel sagt, der Marokkaner da hinten, wissen Sie, warum? Und dann auf einmal hörst du so den Marokkaner gegenüber auf Marokkanisch sagen, Abullah Kestini, Lady Kestini, so heißt Marokkanisch so, bitte sagt ihm das nicht, bitte sagt ihm das nicht, ich hoffe alles, bitte sagt ihm das nicht, ne? Und ich schwör's euch, der Marok neben mir so. Du Hurensohn! Wissen Sie, warum der immer zu Ihnen Semmel sagt? Wissen Sie, warum, ne? Ich konnte nicht mehr einfach, wie kann man bitte genau vor einem Lehrer sitzen und sagen, du Hurensohn zu einem, der gegenüber von einem sitzt. Und der Lehrer eiskalt, ja natürlich. Alle Kanaken so. Alle gucken dann der Lehrer so. Ja natürlich, also der Begriff Semmel, ne, das kennen wir hier auch in Bayern, wird der auch sehr häufig verwendet. Wenn man jetzt beispielsweise ein Semmelbrötchen haben möchte. Kanaken so. Und dann dieser Junge, der nimmt mir das so. Ja. Sie Semmel, Alter. Alle lachen so. Der Lehrer lacht mit so. Die dachten, wir haben dir gerade Semmelbrötchen genannt und wir haben den Schwuchtel genannt. Guck mal, wie ich gerade hier am Schwitzen bin. Seht ihr das? Boah, ekelhaft, ne? Ich schwöre, gar keine Wahl, was schreibe ich jetzt mal an und so. Ich schwöre nicht mal, einer, der bei WM gelaufen ist und gewonnen hat, hat so viel Schweiß wie ich gerade hier. Natürlich hatte ich so Leute in meinem Jahrgang, die richtig reinscheißen mussten, ne? Einer von denen war Berkan. Natürlich muss ich euch erstmal zeigen, wie überhaupt Berkan aussieht. Das ist Berkan. Nein, Spaß, Alter. Das ist Berkan. Und wisst ihr, was Berkan immer gesagt hat? Der hat immer zu jedem im Jahrgang gesagt, der wäre Model. Und dann steht er auf dem Gang mit seinem Handy immer so. Gleich Paris, ja. Bruder, ich hab grad keinen Bock Shooting und da ruft mich von 10 Meter Entfernung, Hanni, komm mal. Ich komm dahin voll schweißgebadet, er so, warum bist du so hässlich, Alter? Da kann ich wieder gehen. Das krasseste war aber, wenn der zu spät gekommen ist, ne? Dann setzt er sich so neben mich und sagt mir irgendwann, hat man das gerade gehört, als ich mit meinem Helikopter hier auf dem Dach gelandet bin? Dann lach ich so, er sagt dann, warum lachst du so hässlich? Oder manchmal sagt er auch zu den Weibern, ja, der wäre mit Einhorn gerade zur Schule gekommen. Und das krasseste war, wir hatten einmal diese Motto-Tage, ihr kennt doch diese Motto-Woche, da müsst ihr euch nur verkleiden. Und unser Thema war Kindheitshelden. Meint dieser Berkan zu mir, ey Bruder, Walla, bitte, nimm mir jetzt meine Klamotten, zieh die mal an, dann mach ein Foto, poste auf Facebook und sag, dass du dich heute als Berkan verkleidet hättest, dass ich dein Kindheitsheld war. Aber was auch noch heftig war, ich weiß das noch, ich hatte Philosophieunterricht, habe schon mal so gemeldet, dann immer so, ja, Aristoteles hat das gesagt, Sokrates meinte das, Immanuel Kant meinte das. Und diese Kanaken hat das abgefuckt, weil ich mich die ganze Zeit gemeldet habe, ne? Und dann meldet sich wieder so ein Marokkaner, meint der so, ja, auf jeden Fall, ich werde auch etwas zum Unterricht beitragen. Der marokkanische Philosoph, Hamid Sputkhner, der meinte damals, den gibt's gar nicht, ich
Butrane ist auch so, Ahmedusch Arschgesicht. So. Die Lehrerin wieder so, Ahmedusch Butrane, soll ich Ihnen das buchstabieren? Ahmedusch, H-M, Butrane, so. Und dann, ich schwör's euch, Mohammed, auch wieder so ein scheiß Marokkaner, der lacht sich kaputt. Können Sie das nicht? Ey, ich konnte selber nicht mehr vor lachen. Ich wollte so anständig bleiben, ich muss selber lachen. Ich schwör's euch, Leute. Normalerweise ein Witz zieht einmal, beim zweiten Mal zieht er nicht. Und beim zweiten Mal meldet sich wieder. Ja, es gibt auch noch so einen anderen marokkanischen Philosophen. Ich glaube, der ist sogar Berber. Und der meint, der heißt Steto Akhlawi. Das heißt einfach Steto, weiß gar nicht, was das heißen soll. Akhlawi ist auch so der Schwanz. So. Weißt du? Und der meinte damals, dass man nicht lügen soll, weil die Kinder schon im Kindergarten bei der stillen Post anfangen zu lügen. Da gibt's ja dann einen, erzählt auch so stille Post, hat gar nichts mit Unterricht zu tun, wir haben gerade über Staatsphilosophie geredet. Einfach so. Die Lehrerin so, ja, muss ich mal aufschreiben, schreibt die sich das auf. Meinte, ja, ich werde die mal auf jeden Fall googeln und so, dann werde ich mal ein bisschen darüber informieren und so. Meinte, ja, machen die das auf jeden Fall. Ich glaube, die kennt der Halim selber noch nicht. Bruder, musst du auch mal drüber lesen und so. Und Leute, letzte Story, die ich euch erzählen kann, ich schwör's euch, es sei denn, ihr wollt mehr, dann schreibt es in die Kommentare. Alle haben Abitur fertig gehabt, dies, das. Und dann hatten wir diese Abschlussfeier, ne? Kennt doch den letzten Tag, dann Schule durcheinander, so jeder darf Faxen machen, so ganze Abitur, 13. Klasse machen alle Faxen. Was passiert? Ich schwör's euch, Leute, diese Kanaken haben Hass auf manche Lehrer gehabt, so richtig Hass. So ein Kurde bei uns im Jahrgang hat das so einen Eimer genommen, hat dann da so, Junge, ich da schwitze wie eine Missgeburt. Warte. Wallah, die denken, ich war schwimmen gerade. Auf jeden Fall, so ein Kurde aus meinem Jahrgang hat mir so einen Eimer genommen, hat dann den mit Wasser voll gemacht, ne? So die anderen Kanaken, hey, Bruder, scheiß dich rein. Warum nimmst du den ganzen Eimer? Bruder, ich schwöre, so ein Lehrer von der Woche, so, der hat mir Geschichte mal 5 gegeben. Bruder, ich mach den jetzt auf jeden Fall fertig, ich schwöre. Und dann dachten wir so, jetzt nimmt er den Eimer und dann kippt er den so auf den Lehrer, ne? Wisst ihr, was der gemacht hat? Der Lehrer stand unten, der ist nach ganz oben gegangen, so ich glaube so zweite Etage oder so, der Lehrer stand unten damit. Ich schwöre, der Hochzug. So. Die so, ey Bruder, beruhig dich, ne? Das, ich schwöre, voll so am Zappel, so richtig, Bruder, ich schwöre, der Hochzug. So. Nimmt er diesen Eimer, dann wirft er den Eimer mit Wasser. Wir dachten, der kippt nur Wasser. Der hat Eimer mit Wasser. Ey, der hat den fast am Kopf getroffen. Also, ey Bruder, bist du blöd, schießt und schreien, du willst fast umgerissen. Ich schwöre, der Hochzug, egal. Der hat mir 50 gegeben. Steht auch wegen dem fast am wenig geschöpft, der Hochzug. Der hat einfach ganzen Eimer auf den geworfen. Ey, diese Leute sind einfach krank gewesen. Ja, das waren auf jeden Fall so die ersten Geschichten meiner Abiturzeit. Kann man das Abitur nennen? Ich glaube, meines Zoobesuchs. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, auf jeden Fall, Leute, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und für weitere Videos, ihr wisst, was zu tun ist. Und ja, das war's dann mit dem Video, Leute. Bis dann, passt auf euch auf. Wollt ihr einmal meinen Schweiß lesen? Komm, richtig so Fleck, guck mal, cool.